Und ich rufe auf Top 85 unserer Tagesordnung. Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion Die Linke, Alarmstufe Rot, hessische Krankenhäuser in Not, Drucksache 20-9346. Und Sie haben als Erste natürlich das Wort, obwohl Sie kein Kärtchen abgegeben haben. Aber selbstverständlich, Frau Böhm, Sie haben das Wort. Ja, danke sehr, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, Fritzlar, Melsungen, Dillenburg, das sind nur drei Orte, die in den letzten Tagen für Schlagzeilen sorgten, weil an diesen Orten Krankenhäuser oder Geburtsstationen in Gefahr sind, dicht gemacht zu werden. 75% der Krankenhäuser werden im nächsten Jahr Defizite einfahren. In Hessen sind dies 100 von 130 Krankenhäusern. 40% dieser Krankenhäuser werden in eine kritische Liquiditätssituation kommen. Das bedeutet, sie sind nicht mehr zahlungsfähig, müssen Insolvenz anmelden und eventuell schließen. Dies gilt auch, dieses Risiko besteht auch für viele Reha- und Kurkliniken. Das ist Alarmstufe Rot für die Gesundheitsversorgung in Hessen. Dabei haben doch laut Krankenhausgesetz Land und Kommunen für die bedarfsgerechte Versorgung durch leistungsfähige Krankenhäuser zu sorgen. Die Kommunen tragen ihre Last und Verantwortung. Sie finanzieren nämlich die Krankenhäuser teilweise mit jeweils zweistelligen Millionenbeträgen im Jahr, obwohl sie sich meistens überhaupt nicht diese Zuwendungen leisten können. Der Totalausfall ist diese Landesregierung. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie jetzt endlich einmal aufwachen und sich für die hessischen Krankenhäuser, die Gesundheitsversorgung und für die Beschäftigten engagieren. Jetzt sagen Sie doch einmal ehrlich, was ist das für ein Gesundheitssystem, wenn der Direktor eines Klinikums sich per Petition an den Hessischen Landtag wenden muss? Ein Klinikum mit jahrhundertelanger Tradition der Grund- und Regelversorgung, Geburtsklinik und einem wesentlichen Beitrag gerade im ländlichen Bereich für die ambulante Versorgung. Dieses muss trotz hoher Sparsamkeit die Alarmstufe Rot ausrufen, weil die Existenz gefährdet ist. Das ist doch ein Armutszeugnis des Gesundheitswesens in Deutschland und ein Armutszeugnis dieses Bundeslandes und seines Gesundheitsministers. Wie ist es denn so weit gekommen? Die aktuelle Explosion der Energiepreise ist nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Teilweise haben für die Kliniken die Gaspreise sich versechsfacht und die Strompreise sich um das 2,5- bis 4-fache erhöht. Die Krankenhausgesellschaft rechnet bundesweit für das Jahr 2022 mit 5,5 bis 7 Milliarden Euro Defizit und für das Jahr 2023 nochmals mit 10 Milliarden Defizit. Sie fordert, die Landeskrankenhausgesellschaft fordert einen Inflationsausgleich in Form eines Rechnungsaufschlags von 4% und perspektivisch einen Ausgleich der tatsächlichen Mehrkosten. Ich erwarte von dem Sozialminister, dass er sich für diese Forderung auf der Bundesebene einsetzt. Das Fass ist aber schon lange im Überlaufen begriffen. Seit April gibt es keine Ausgleiche für freigehaltene Betten wegen Corona-Erkrankungen. Planbare Operationen müssen verschoben werden. Darunter leiden nicht nur die Patientinnen, sondern das führt auch zu Konsequenzen für die Finanzen der Kliniken. Die Personalnot führt dazu, dass fast 90% der Kliniken davon ausgehen müssen, Stationen zeitweise schließen zu müssen. Gestern hat Minister Boddenberg die Landesregierung bezüglich der Investitionen für die Kliniken, also sich selbst, gelobt. Hessen zahlt aber seit Jahren zu wenig an die Kliniken, sodass diese weder in die Bausubstanz noch in die Digitalisierung oder die energetische Ertüchtigung investieren konnten. Oft sind die Kliniken nicht einmal in der Lage, komplementäre Mittel aufzubringen und können die investiven Zuschüsse gar nicht zeitnah nutzen.
und die Anpassungen im jetzigen Haushaltsentwurf gibt es nur zulasten der Kommunen. Sie müssen eine Krankenhausumlage zahlen, die um sage und schreibe 20% erhöht wird. Und trotzdem löst das nicht einmal annähernd die Probleme der Kliniken. Dafür sind mehr originäre Landesmittel unbedingt erforderlich. Wir brauchen dringend ein Sonderförderprogramm für energetische und nachhaltige Maßnahmen. Das wäre das Mindeste angesichts der Klimakrise und der galoppierenden Energiekrise. Und das ist auch zu erwarten von einer schwarz-grünen Landesregierung. Klima- und Energiegesetzchen hin und her. Sorgen Sie doch endlich dafür, dass in den Krankenhäusern keine Energie mehr verschwendet werden muss und denen nicht die Kosten davonlaufen. Frau Böhm, kommen Sie bitte zum Schluss. Neben den fehlenden Investitionszuschüssen aber ist das Fallpauschalensystem das Problem der Fehl- und Unterfinanzierung, insbesondere ländlicher Kliniken. Und wir erwarten von der Landesregierung, dass sie sich daran beteiligt, dass sie sich dafür einsetzt, die Fallpauschalen endlich abzuschaffen und zum Selbstkostenprinzip zurückzukehren. Vielen Dank. Für die FDP bitte ich nun Herrn Pürsün ans Rednerpult. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Den hessischen Krankenhäusern geht es nicht gut. Sie haben sich daher der bundesweiten Aktion Alarmstufe Rot angeschlossen. Nach zwei Legislaturperioden CDU-SPD im Bund und zwei Legislaturperioden Schwarz-Grün ohne Strukturreform ist für die Krankenhäuser einiges im Argen. Herr Staatsminister Klose, liebe Fraktion, sehen wir uns die Aktion mal gemeinsam an. Was fordern die Krankenhäuser denn da? Sechs Punkte, denen wir Freie Demokraten im Bund und im Land uns seit Langem widmen. Erstens. Corona führt in den Krankenhäusern zu Zusatzkosten. Das Land verfügt, wie viele Betten bereitzustellen sind. Dafür gibt es aber kein Geld vom Land. Zweitens. Die überbordende Dokumentation ohne Automatisierung nimmt überhand. Drittens. Inflation und Energiekosten steigen deutlich. Dafür braucht es einen Ausgleich. Aber für die Inflation scheint sich die Landesregierung ja wenig zu interessieren, wie wir gestern früh bei der Haushaltseinbringung hören konnten. Dabei betrifft Inflation die gesamte Gesellschaft. Viertens. Seit Beginn dieser Legislaturperiode kritisieren wir die Landesregierung für die unzureichende Bereitstellung der Investitionskosten. Das ist nun aufgrund unseres stetigen Druckes, Bewegung drin, aber es reicht weiterhin nicht. Jeder Euro, den die Landesregierung nicht auszahlt, muss bei den Behandlungskosten eingespart werden. Der Druck steigt also aktuell stark. Ebenso beklagen wir seit Jahren die Abwesenheit von Krankenhausplanung dieser Landesregierung. Welcher Standort ist ihr wichtig, welcher nicht? Wie sieht die Abgrenzung von ambulant zu stationär aus? Wie ist die Struktur im ländlichen Raum? Zu hören und sehen wenig bis gar nichts. Die Zukunft der Krankenhauslandschaft wird so durch diese Landesregierung dem Zufall überlassen. Einige Beispiele sind eben angesprochen worden. Die Kollegin Knell hat vorhin darauf hingewiesen, dass auch in anderen Politikfeldern diese Landesregierung wenig Interesse am ländlichen Raum zeigt. Fünftens. Wir Freien Demokraten weisen seit Jahren darauf hin, wenn es um die Überregulierung und Überbürokratisierung der hessischen Krankenhäuser geht. Sechstens. Wir Freien Demokraten im Bund und in den Ländern sprechen seit Jahren die verschlafene Digitalisierungspolitik im Gesundheitswesen an. Wir Freien Demokraten fordern hier im Plenum immer wieder eine auskömmliche Finanzierung der Krankenhäuser.
Ich prognostiziere immer, dass der Kollege Bocklet und auch Staatsminister Klose gleich, wenn es um die Finanzierung geht, auf den Bund zeigen werden. Ich empfehle Ihnen aber, jetzt haben Sie ja noch ein bisschen Zeit, nachzuschauen, Hessisches Krankenhausgesetz § 1 mal nachzulesen und die eigene Verantwortung zu kennen, zu erkennen. Normalerweise in der Gesundheitspolitik immer so, dass der Staatsminister Klose seine Hauptbeschäftigung ist, entweder auf die Kommunen zu zeigen oder auf den Bund, möglichst weit weg von Wiesbaden. Das geht aber nicht. Deswegen empfehle ich, mal nachlesen und verstehen, wo die Verantwortung des Landes ist. Wir brauchen eine Strukturreform, wie auf der Bundesebene vereinbart. In diese Richtung gibt es leider auf Landesebene keine Aktivitäten. Und mit Ihrem Entwurf für den Doppelhaushalt setzen Sie Ihren Kurs der Unterfinanzierung der hessischen Krankenhäuser für weitere 2 Jahre fort. 2 Jahre, die für viele Krankenhäuser nach mehreren Krisen das Ende bedeuten könnten, entweder weil das Geld nicht reicht oder weil das Personal sich irgendwann dem Gesundheitsberuf abwendet, wie schon so viele. Aber das muss nicht sein. Wir Freien Demokraten thematisieren dies schon lange. Lassen Sie uns gerne gemeinsam die schwierige Lage in den Krankenhäusern begegnen. Danke schön. Als nächstes hat Herr Bocklet von Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir können mal festhalten, das Einzige, was sich wirklich nicht ändern in der Landespolitik, sind die Reden der Opposition von der FDP. Egal, was auch immer passiert, Sie halten immer dieselbe MP3, hätte ich gesagt. Früher hieß es noch, für die Älteren unter Ihnen, hätte man gesagt, legen Sie doch mal eine andere Platte auf. Legen Sie doch mal eine andere MP3 auf. Es würde Ihnen helfen, egal was dieses Land tut, was der Minister tut, was die Koalition tut. Sie halten immer dieselbe Rede, die ist austauschbar. Es tut mir leid, es wird aber dadurch nicht besser. Also ein bisschen politische Bildung für den Kollegen Pürsün. Die Krankenhäuser werden über 2 Säulen finanziert. Das eine sind die Investitionsmittel. Dafür ist gesetzlich korrekt, wie Sie beschreiben, das Land zuständig. Für die Betriebskosten, wissen Sie, passt über die Fallpauschale. Nur zuhören, man kann doch jeden Tag dazulernen, auch die FDP, wobei ich da meine Hoffnung bald aufgebe. Aber über die Fallpauschalen wird es so sein, dass die Krankenhäuser die Betriebskosten finanziert bekommen. Diese Alarmstufe Rot-Petition hat im Kern drei Forderungen. Sie wollen die Anpassung an die Inflationskosten, Sie wollen die Anpassung an die Energiekosten, Sie wollen also bessere Fallpauschalen, das macht der Bund. Und die dritte Forderung war die Anpassung der Landesbasisfallwerte, ein Multiplikator, der es Ihnen ermöglicht, mehr Einnahmen zu generieren. Das verhandeln in der Tat im Land, aber die Kassen mit den Krankenhäusern selbst. Das macht auch die Politik nicht. Dafür hat man ein kluges Gesetz geschaffen. So, wenn 3 von diesen Forderungen der Petition tatsächlich nicht an den Hessischen Landtag gehen, dann muss man das auch mal zur Kenntnis nehmen. Sie brauchen natürlich in Ihrer Verzweiflung immer einen Sündenbock-Thematik. Jetzt wenden wir uns noch einmal zum zweiten Fall der Fakten vor. Ich weiß, dass sich das ärgert, aber der Kollege Ralf Norbert Bartelt, der ist, glaube ich, hier im Raum, oder? Da steht er. Wir beide haben zusammengesessen in den Koalitionsvereinbarungen bei den Verhandlungen, und wir wussten, mit 150 Millionen Euro damals Investitionsmittel haben wir gezeigt bekommen, auch von der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dass etwa ein doppelt so hoher Bedarf besteht an Investitionen deutschlandweit. Es gibt nur 3,5 Milliarden Investitionsmittel, 6 wurden benötigt. Also anhand dieser groben Wert wussten wir, wir müssen die Investitionsmittel verdoppeln. Das haben wir damals vor 5 Jahren uns versprochen, dass wir dafür kämpfen. Und ich sage, es ist kein einfacher Einsichtskampf gewesen, weil die Finanzpolitiker zu Recht darauf hinweisen, das ist viel, viel Geld. Und es ist uns gelungen. Wir haben die Investitionsmittel im Land Hessen in den letzten 5 Jahren verdoppelt. Nehmen Sie es doch einfach mal zur Kenntnis. Wir werden also im Ranking, das wird sich spätestens nächstes Jahr zeigen, jetzt sind wir schon auf Platz 3 der Bundesländer. Ich bin mir sicher, wir werden damit den Spitzenplatz einnehmen. Und es wird uns auch von allen anderen Gesellschaften attestiert, dass Hessen weit vorne ist. Und wir haben immer noch nicht aufgegeben. Erstens, wir werden daran weiter daran arbeiten, dass die Investitionsmittel so auskömmlich sind, dass alle Krankenhäuser gut ausgestattet werden können. Aber sie werden das dauerhafte strukturelle Problem nicht lösen, wenn die Krankenhäuser so weiterarbeiten wie bisher mit untergedeckten Fallpauschalen. Und da ist der GBA, der Gemeinsame Bundesausschuss auf Bundesebene, der Bundesgesetzgeber gefordert, dass er die Pauschalen anpasst. Dafür setzt sich das
Sozialministerium schon ewig ein. Und der Minister wird das noch einmal sagen. Wir haben auch die Aktion sogar, das Ministerium hat sogar die Aktion dieser Petition mit unterstützt. So weit geht der Hessen. Und es geht nicht darum, auf andere zu deuten, sondern den Entscheidenden zu benennen, der die Stellschraube in der Hand hat. Und das ist in dem Fall die Bundesregierung. Sie muss da nachbessern. Wir unterstützen da jede Silbe dieses Papiers. Und das ist auch richtig so, dass es den Krankenhäusern weiter gut geht. Ich will die letzte Minute auch dennoch noch nutzen wollen, um einen Satz noch zu sagen. Ich glaube, dass ein so weiter so der Krankenhauspolitik insgesamt so wahrscheinlich nicht mehr fortzuführen ist. Es geht nicht mehr nur noch darum, Masse zu machen und mit möglichst vielen Operationen und Fällen tatsächlich das Krankenhaus sich selbst zu finanzieren. Wir brauchen Konzentration, Spezialisierung, Verbünde, und wir werden alles dran setzen, so wie es wir jetzt begonnen haben, mit Anreizen dafür zu sorgen, dass Krankenhäuser sich zusammentun. Allein schon aus dem Fachkraftmangel heraus, der gebietet uns, mit den Ressourcen sinnvoll und klug umzugehen. Es fehlen Ärzte und Pflegekräfte, und egal wie viel wir ausbilden werden, die werden uns fehlen. Die Krankenhäuser müssen stärker zusammenarbeiten und sich stärker spezialisieren. Das ist eine mittelfristige Aufgabe, und auch Sie wissen, wenn Sie sich so mancher Sekunde mal besinnen, dass der die Landeskrankenhausplanung uns nur wenige Instrumente gibt, zum Beispiel Versorgungsaufträge zu entziehen. Da verlieren wir jede Klage. Deswegen brauchen wir auch hier auch größere Spielräume. Aber auch da hat die Krankenhauskommission auf der Bundesebene begonnen, uns den Ländern darüber mehr Mittel in die Hand und mehr Rahmenbedingungen in die Hand zu geben. Dann werden wir auch die weiteren Schritte vollziehen können, damit wir von den über 126 Landeskrankenhäusern tatsächlich zu einer Strukturreform auch kommen. Auch da brauchen wir den Bund. Finaler Satz ist, in den nächsten 2 Jahren wir werden über 1 Milliarde € an Investitionsmitteln, nur so viel wie noch nie in diesem Bundesland, hat der Finanzminister gestern gesagt. Und er hat recht. Über 1 Milliarde € in den nächsten Doppelhaushalt an die hessischen Krankenhäuser auszahlen. Über 1 Milliarde. Noch nie gab es so viel Geld für die Krankenhäuser. Das ist nicht, wohinter man sich verstecken muss. Das sollten Sie auch mal anerkennen und Ihre Rhetorik irgendwann mal anpassen. Danke schön. Für die CDU-Fraktion erteile ich nun Herrn Dr. Bartelt das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir sind für die Auswahl des Sitzpunktes durchaus dankbar. Wir können die Ursachen der Liquiditätsprobleme hier darlegen. Und insbesondere gibt es uns erneut Gelegenheit, vorzutragen, dass wir Lösungen schaffen. Wir werden die Investitionspauschalen für die Krankenhäuser deutlich erhöhen. Wie gestern in der Haushaltsdebatte vorgetragen, werden wir die Pauschalen von derzeit 300 Millionen € auf 380 Millionen € in 2023 und 390 Millionen € in 2024 erhöhen. Es kommt ein Kreditprogramm von 2x70 Millionen € durch die WIBank hinzu. Damit stehen den Krankenhäusern in den nächsten Jahren 150 Millionen € mehr jährlich zur Verfügung. Und damit ist die Forderung der Hessischen Krankenhausgesellschaft erfüllt, vollständig erfüllt. Sie berechneten, dass 450 Millionen € jährlich nötig sind. Und die haben Sie jetzt. Sie haben das damit begründet, zu Recht begründet, dass 8-9% Rücklage der Gesamtumsätze nötig sind, um Instandhaltungs- und Modernisierungsinvestitionen zu finanzieren. Wann kommt es schon mal vor, dass eine Forderung einer Interessensvertretung, wenn sie gut begründet ist, vom Staat vollständig erfüllt wird? Hier in Hessen für die Krankenhäuser, meine Damen und Herren. Die zweite Ursache der Liquiditätsprobleme sind die massiv erhöhten Energiekosten. Ein Krankenhaus benötigt viel Energie. Die Einsparungsmöglichkeiten sind begrenzt. Sie können einem schwerkranken Patienten nicht empfehlen, einen dicken Pullover zu tragen, da die Raumtemperatur gesenkt wird. Nach der Systematik der dualen Finanzierung müssen die laufenden Kosten der Patientenversorgung auf Bundesebene geregelt werden, eben durch die gesetzlichen Krankenkassen bzw. bei Notlagen durch Bundeszuschüsse. Und es sind unverzüglich Hilfen nötig bei dieser Krise. Die vermehrten Kosten sind über den Landesbasisfallwert oder Ausnahmetatbestände eben nicht abrechenbar.
Deshalb hat die Gesundheitsministerkonferenz Ende Juni einmütig Hilfen für die Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen unverzüglich gefordert. Und besonders engagiert war hier unser Gesundheitsminister, meine Damen und Herren. Ein entsprechender Antrag wurde zeitgleich auch von den Unionsfraktionen im Bundestag eingebracht. Da leider keine konkreten Zusagen der Bundesregierung erfolgten, gab es am 7.10. eine Bundesratsinitiative. Der Initiative von Bayern, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein trat Hessen bei. Also Sie können von der Opposition hier wirklich nicht sagen, dass sich unsere Landesregierung auf Bundesebene nicht einsetzen würde. Wir sind der Motor des Einsatzes. Wir appellieren erneut an den Bund, arbeiten Sie mit den Ländern zusammen und schaffen Sie wirklich ein entsprechendes Gesetz. Es ist noch Zeit dazu. Wir können das immer noch auf den Weg bringen jetzt. Und dem Druck der Bundesländer, wo die Ministerpräsidenten werden ja von verschiedenen Parteien gestellt, sollte doch die Bundesregierung nicht ausweichen. Also ich setze hier immer noch auf Einsicht. Ein letzter Punkt. Die Vereinbarungen zwischen den Krankenhausträgern und den gesetzlichen Krankenkassen bezüglich der Finanzierung der Pflegekosten, vereinfacht gesagt Pflege-DRGs als Folge der Herausnahme der Pflegekosten aus den allgemeinen DRGs, damit die Pflegekosten entsprechend auch dynamisch erfolgen können. Diese Vereinbarungen sind leider noch nicht überall erfolgt, sodass viele Krankenhäuser derzeit nur Abschlagszahlungen erhalten. Und das ist weniger, als eben hier in der Summe zu erwarten ist. Der Streit besteht darin, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegebereich und angrenzenden medizinischen Dienstleistungen hier einbezogen werden. Auch hier hoffen wir und setzen darauf, dass hier bald eine Einigung erzielt wird. Das heißt, im Bereich Investitionskosten, Energiekosten und Regelung der Pflege-DRGs erwarten wir Lösungen. Unser Beitrag, unser hessischer Beitrag ist hier ganz entscheidend. Und dafür auch vielen Dank an die Landesregierung. Danke Ihnen. Für die AfD erteile ich nun Frau Pabst-Dippel das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, die hessischen Krankenhäuser sind in Not, und zwar schon lange. Da sind wir uns einig. Eine Anfrage der AfD im Dezember 2020 zu Versorgungsengpässen der HSK in Wiesbaden, die durch Kinder- und Jugendärzte angemahnt wurden, hat ergeben, das Land hat sich vor der Verabschiedung des Krankenhausplans nicht ausreichend über die Personalsituation in der HSK informiert. Die für diese Planung notwendige Information war nicht im Verfahren der Planerstellung vorgesehen. Meine Damen und Herren, ich frage mich an dieser Stelle, wie kann eine Planung ohne diese Information treffsicher sein? In unseren Anfragen wurden in der Kardiologie und Unfallchirurgie eklatante Personalmangelsituationen abgefragt. Die Personaluntergrenze konnte nicht eingehalten werden. Zusammenfassend stelle ich fest, dass die Alarmstufe Rot auf Personalseite schon längst erreicht war und nicht ausreichend reagiert wurde. Die Petition zur Alarmstufe Rot benennt Intensivstationen und Notaufnahmen, die wegen des Personalmangels geschlossen werden müssen, und Kinderkliniken als überlastet. Das war 2020 auch schon teilweise so. Da kann eine Überlastung durch Patienten mit Corona und an Covid-19 Erkrankten schon einmal erklärlich sein. Stichwortartig kann man folgende Probleme der aktuellen Situation benennen: übertriebene Corona-Maßnahmen und Streichung von Corona-Hilfen, überbordende Dokumentationspflichten, überlastetes Personal, Kostensteigerungen bei Energie und besonders Gas, Tarifsteigerungen, notwendige Bau- und Sanierungsmaßnahmen, unter anderem zur Effizienzsteigerung von Prozessen und Abläufen, Modernisierungen auch der medizinischen Geräte, Inflation,
Digitalisierung mit mehr Fragezeichen als Fortschritt. Das ist ein bunter Strauß über etliche Politikfelder, meine Damen und Herren. Auf die Strukturdefizite schon vor Corona und Investitionslücken, den oft zitierten Investitionsstau, kann man nicht oft genug hinweisen. Die Forderung, mehr originäre Landesmittel in die Krankenhausinfrastruktur zu lenken, ist ebenfalls schon mit einem Bad versehen, bleibt aber aktuell. Das Land verweist aktuell auf den Bund. Das ist ein Verhalten, das jetzt nicht mehr hinnehmbar ist. Im neuen Haushalt sind Gelder für neue Intensivbetten eingestellt. Aber wir brauchen keine neuen Betten, wir brauchen Personal gegen Bettensperrungen und Krankenhäuser, die finanziell ihren Versorgungsauftrag erfüllen können. Es entsteht hier fast der Eindruck, dass eine kalte Insolvenz der kleinen Krankenhäuser eingeplant wurde. Wenn man einen Blick in den Heizungsraum der Kreisklinik Groß-Gerau wirft, sieht man Technik aus den 60er Jahren. Und derzeit steigt die Angst vor einem Blackout, der vielleicht nur 24 Stunden durch Notstromaggregate ausgeglichen werden kann. Auf RTL-Nachfrage teilt das hessische Sozialministerium mit, dass die Krankenhäuser bereits mehr unterstützt werden. Die durch das Land bereitgestellten Investitionsfördermittel zur Deckung von Investitionskosten wurden seit dem Amtsantritt von Minister Klose kontinuierlich erhöht. Diese Mittel können auch für Maßnahmen zur Umstellung der Energieversorgung verwendet werden. Es ist bezeichnend, dass in der Vergangenheit viel Geld in Strukturmaßnahmen und verschleppte Digitalisierung investiert wurde, elementare Modernisierungsmaßnahmen allerdings oft unterblieben. Und von einem grünen Minister hätte man erwarten können, dass er diesen Punkt im Blick hat und nicht erst dann, wenn Deutschland eine Energieknappheit bevorsteht. Die Aussage, dass Investitionsfördermittel auch für energetische Sanierung genutzt werden können, ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Krankenhauses. Jahr für Jahr haben kleinere Häuser verzweifelt versucht, den Krankenhausbetrieb aufrechtzuerhalten und dabei die Versorgungsqualität nicht aus den Augen verloren. Wo liegen hier eigentlich die Prioritäten, meine Damen und Herren? Und Herr Bocklet, die Anhebung von Investitionsmitteln, die kommt zu spät. Wir bestehen darauf, dass jetzt in die Versorgungssicherheit der stationären Versorgung, in die Akquise, Ausbildung und Qualifizierung von Personal und, ganz wichtig, in die Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Personals im Bereich der Krankenhäuser ausreichend investiert wird. Die Regierungskoalition weiß ja, wie das geht. Da eine energetische Modernisierung immer Sinn macht, und damit meine ich keine übertriebenen und teuren sogenannten Klimaschutzaktionen, kann man nach der Erledigung dringendster Probleme dann diese Investition tätigen. Aber Versorgungssicherheit und Personal zuerst. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion bitte ich Frau Dr. Sommer ans Rednerpult. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, Krankenhäuser sind in Not. Das hört man Land auf, Land ab. Und sicherlich haben auch Sie viele Brandbriefe erhalten. Wir als SPD-Landtagsfraktion haben einen Krankenhausgipfel durchgeführt. Den haben Sie, CDU und Grüne, uns hier abgelehnt. Wir wollten mit den Versorgern sprechen, weil sie unter finanziellem Druck stehen. Und den muss das Land Hessen abmildern, meine Damen und Herren. Oft haben wir über die Investitionskosten hier gestritten, und es gibt eine große Lücke der Krankenhausförderung durch das Land, und deswegen sind viele in ihrer Existenz bedroht. Neben dem Bund, und ich finde es gut, dass das Land die Alarmstufe Rot mit den Forderungen unterstützt, aber das Land hat auch seinen Beitrag zu leisten. Und deswegen bleibt es dabei, die Investitionskosten müssen steigen, meine Damen und Herren. Seit über 20 Jahren vernachlässigt die Landesregierung die Investition. Sie haben zwar angekündigt, 1 Milliarde soll für 2023 und 2024 kommen,
Aber das hält dem aktuellen Kostendruck nicht stand. Sie loben sich dafür. Und ich möchte auch noch einmal sagen, ja, Sie sagen immer, Sie sind auf dem dritten Platz. Dieser dritte Platz ist unseren Kommunen, den Kreisen und kreisfreien Städten zu verdanken, denn sie zahlen diese Investitionskosten. Von diesen 300 Millionen, die Sie immer nennen, zahlt das Land wie viel? 18,4 Millionen. Das sind noch nicht einmal 4%, meine Damen und Herren. Und Herr Dr. Bartelt, schauen Sie bitte noch einmal in den Haushalt. Es sind nicht 380 Millionen, die Sie vorsehen, sondern 340 Millionen. Und die Krankenhausgesellschaft hat uns gesagt, 460 brauchen wir. Da ist immer noch eine Lücke von 120 Millionen. Die bürden Sie wieder den Kommunen auf, weil Sie Ihre originären Landesmittel nicht erhöhen. So sieht es aus. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und da Sie meine Kritik immer niederbügeln, möchte ich Ihnen genau das, Herr Bocklet, Sie haben ja immer gesagt, was Ihnen die Gesellschaften attestieren. Ich möchte Ihnen sagen, was Ihnen die Hessische Krankenhausgesellschaft attestiert. Professor Dr. Kramminger sagte, die bestehende Finanzierungslücke bei den Investitionen wird immer größer. Wir müssen hier endlich vor die Welle kommen. Das heißt, das Land muss die Lücke bei den Investitionen im Doppelhaushalt schließen, sonst laufen wir den Kosten immer hinterher. Zusätzliche Möglichkeiten wie Sonderinvestitionsprogramme wie die 120 Millionen € in der Corona-Zeit brauchen wir auch jetzt. Durch die Inflation gehen die notwendigen Investitionen bei Baukosten, medizinischen Geräten oder für den Digitalisierungsprozess, also Investitionskosten, für die das Land zuständig ist, durch die Decke. Insofern schließen Sie diese Lücke nicht. Zitat Ende. Deswegen fordern wir erneut, bezuschussen Sie die Krankenhäuser endlich so, dass sie auskömmlich wirtschaften können, oder Sie müssen als CDU und GRÜNE sagen, dass wir uns in Hessen darauf einrichten können, dass die Gesundheitsversorgung schlechter wird. Und zum Schluss möchte ich noch einmal auf das Personal eingehen. Das Personal ist die wichtigste Ressource, die wir haben, denn sie versorgen die Menschen in unseren Krankenhäusern. Aber hoher Arbeitsdruck, fehlende Erholung, fehlende Wertschätzung, das muss sich ändern. Und wenn die Investitionsleistungen nicht geleistet werden, dann leidet das Personal darunter. Um Qualität, Wohnortnähe, bedarfsorientierte Strukturen für die Patienten, aber auch gute und sichere Arbeitsbedingungen für Beschäftigte zu schaffen, braucht es unbedingt gute Rahmenbedingungen und endlich angemessene Investitionen, meine Damen und Herren. Die Sicherung des Landes mit Krankenhausleistung ist per Gesetz der Auftrag der Landesregierung. Das ist Ihre Verantwortung. Nehmen Sie also die prekäre Situation der Krankenhäuser nicht länger in Kauf. Erhöhen Sie Ihre originären Landesmittel. Mehr als 18,4 Millionen sollten Ihnen unsere Krankenhäuser wert sein. Tun Sie alles dafür, die Krankenversorgung der Zukunft sicherzustellen. Herzlichen Dank. Es hat sich noch einmal Herr Pürsün zu Wort gemeldet. Ihm verbleiben 52 Sekunden. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie groß muss die Verzweiflung bei den Grünen sein, wenn der Kollege Bocklet 5 Minuten seiner Redezeit bei einer Aktuellen Stunde der Linken 4 Minuten mir widmet und nur eine einzige Minute dem Thema. Ich dachte ja, dass die Grünen auf die Kommunen und den Bund verweisen, aber dass sie jetzt auch noch auf uns verweisen, wenn es um diese Sache geht, das ist natürlich immer absurder. Genau, Stichwort zuhören. Markus, du hast mir nicht zugehört. Seit Monaten hier im Plenum in der Fragestunde habe ich darauf hingewiesen, dass die Investitionskosten ja steigen. Das reicht noch nicht. Aber nur weil wir Druck machen. Genau. Das ist dir anscheinend entgangen. Ich habe
Ich habe das Hessische Krankenhausgesetz § 1 angesprochen. Hast du nicht aufgegriffen? Mal schauen, ob es der Minister macht. Steht da zu eurer Verantwortung. Du hast deutlich gemacht, dass ihr bei dieser Aktion, bei diesem Thema nicht bereit seid, irgendetwas zu tun. Herr Pürsün, kommen Sie bitte zum Schluss. Häuser eine Bestandsgarantie, ja oder nein, oder werden Häuser geschlossen werden? Sagt das doch mal ehrlich. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Sozialminister Klose das Wort. Also, meine Damen und Herren, wenn ich das hier zusammenfassen darf, hätte diese Aktuelle Stunde besser den Titel getragen: Alarmstufe Rot, hessische Opposition in Not. Denn dieser Unsinn, den wir jetzt zum wiederholten Male vorgetragen haben, der braucht mindestens mal für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch ein paar sachliche Darstellungen. Ich möchte darüber sprechen, dass wir in einer Zeit, in der 2,5 Jahre nie dagewesener Belastung auf den hessischen Krankenhäusern wie auf allen Krankenhäusern lasten, und zwar zusätzlich zu einer von Personalknappheit geprägten Arbeitssituation, insbesondere in der Pflege. Regelmäßig haben dort Menschen ihre Belastungsgrenzen erreicht und überschritten, und dazu kam die Sorge, ob die wirtschaftliche Existenz gesichert bleibt. Und ich will gleichzeitig sagen, ich habe das auch schon mehrfach gesagt, das ist auch eine Zeit, in der die Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung, dem stationären und dem ambulanten Sektor genau wie dem öffentlichen Gesundheitsdienst so eng war wie noch nie. Die Krankenhausgesellschaft hat das ja beim Sozialgipfel übrigens auch im Vergleich zu anderen Ländern auch noch einmal ausdrücklich positiv hervorgehoben, meine Damen und Herren. Und dazu kommt, ja, die Steigerung der Energiekosten, die werden die Krankenhäuser, so wie das System der Krankenhausfinanzierung aufgestellt ist, natürlich nicht wie andere Wirtschaftsbereiche ohne Weiteres weitergeben können. Das ist das Problem. Dieses System kann aber Hessen nicht ändern. Also hier sich hinzustellen, so zu tun, als könnten wir die Fallpauschalen verändern und sozusagen das ganze Krankenhausfinanzierungssystem auf hessischer Ebene auf den Kopf stellen, das geht nicht. Das ist schlicht nicht möglich. Das können wir nur im Bund, und da sind wir an der Seite derer, die dieses System auch hinterfragen, meine Damen und Herren. Und die Sorgen der Krankenhäuser sind doch absolut nachvollziehbar. Ja, sie brauchen eine spürbare Entlastung im Bereich der Betriebskosten. In dem System, das wir haben, ist das aber Aufgabe des Bundes, und das muss man auch einmal auseinanderhalten. Es gibt die Betriebskosten, es gibt die Investitionskosten. Ich habe hier immer gesagt, wir haben bei der Investitionskostenförderung eine Verpflichtung. Von der ersten Rede an, die ich zu dem Thema hier gehalten habe, da hat es keines Hinweises irgendeines Menschen hier bedurft. Und deshalb hatten wir den Aufbaupfad der Krankenhausfinanzierung. Ich lasse Ihnen Ihren Glauben an Ihre unerschütterliche Selbstwirksamkeit, Herr Pürsün, den lasse ich Ihnen, den schenke ich Ihnen. Bitte. Autosuggestion ist etwas total Hilfreiches in vielen Situationen. Machen Sie das. Ich kann nur sagen, Herr Bocklet hat es dargestellt, wir haben den Aufbaupfad längst im Koalitionsvertrag vereinbart gehabt und sind ihm auch gefolgt und haben sogar im Laufe der Legislatur noch einmal deutlich draufgelegt, meine Damen und Herren. Seit meinem Amtsantritt haben wir die Investitionsfördermittel des Landes um mehr als 50% gesteigert. Und das sind gerade mal etwas über 3 Jahre, wenn wir über die gesamte Zeit schauen. Also, Alarmstufe Rot, das ist eine bundesweite Aktion. Eine bundesweite Aktion. Warum? Weil es in jedem Bundesland dieses Problem besteht. Genau aus den 3 Punkten, die genannt worden sind. Und die Hessische Krankenhausgesellschaft hat ausdrücklich darum gebeten, dass das Ministerium für Soziales und Integration an diesem Aktionstag teilnimmt. Glauben Sie, das hätten die gemacht, wenn wir der Hauptadressat gewesen wären, im Sinne von, die geben uns nicht genug? Nein. Es geht um die Betriebskosten, die seitens des Landes kommen müssen. Und der Bund muss die Liquidität der Krankenhäuser in den kommenden Wochen und Monaten sichern. Das hat er in der Pandemie mit Ausgleichszahlungen getan. Das muss er auch jetzt tun. Wir warten auf diesen angekündigten Abwehrschirm. Die Energiepreisbremse soll auch die Krankenhäuser umfassen. Das wird aber aufgrund der besonderen Finanzierungsstruktur nicht reichen, weil sie können in einem Krankenhaus kaum Energieeinsparmaßnahmen
durchsetzen. Wie soll das funktionieren? Sie müssen bestimmte Betriebstemperaturen auch gewährleisten. Und das ist ein Thema, auf das wir warten und wo wir gleichzeitig mit der Hessischen Krankenhausgesellschaft im intensiven Austausch darüber sind, was wir zusätzlich tun müssen. Gleichzeitig unterstützen wir Sie mit Rekordmitteln bei der Investitionskostenfinanzierung. Der Doppelhaushalt schließt die Investitionsförderlücke. Wir festigen unseren bundesweiten Spitzenplatz bei der Investitionsförderung der Krankenhäuser in Hessen weiter. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, damit haben wir auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.